Problem ist nur, dass wir hier halt auch wieder an der Küste sind. Also die wäre erstmal prioritär und dann vielleicht hier noch mal eine, um den Amerikaner so ein bisschen abzusperren. Ihr seht, hier ist auch noch mal Amerika. Ja, wir haben hier aber noch keine Loyalitätseinbußen. Hier sind Loyalitätseinbußen. Aber wahrscheinlich, weil wir die Stadt noch nicht kennen. Deswegen wird uns das noch nicht angezeigt. Könnte also sein, dass wir hier keine Stadt gründen können. Dann müssten wir hier oben eine gründen. Ich schau mal, wo da guter Platz ist. Also hier irgendwo in dem Gebiet sollte weit weg genug sein. Hier zum Beispiel wäre das gut. Da wäre Banane und Vieh. Sind das Hügel? Ich glaube, das sind Hügel, ne? Nee. Nee, das sind bewaldete Ebene. Das ist ein Hügel. Da sind noch Hügel. Ja, ich hätte auch ganz gerne ein paar mehr Hügel. Aber hier, da sind auch Hügel. Seht ihr das? Weil wir hier zwei Produktionen haben. Das sind Viererfelder. Die Viererfelder sind schon sehr wertvoll. Und die wären in einem Zweierradius. Da hätten wir auch ein Viererfeld in einem Zweierradius. Dort auch nochmal. Ja, ich glaube, die Stelle hier wäre ganz gut. Ja, versuchen wir uns auch die mal hier zu markieren. Ja, das Kupfer wäre ein bisschen weit weg, aber das könnte dann ein Kampf werden zwischen Teddy und uns. Ja, wir müssen eh sowieso früher oder später gegen die Amerikaner kämpfen. Wahrscheinlich eher früher, weil sie uns bald angreifen. Hier kommen sie schon mit ihren Kriegern. Ich hoffe nicht, dass das schon der erste Angriff ist. Das wäre blöd, weil im Moment sind wir noch ziemlich schwach. Ich versuche mal, diese Stadt zuerst zu gründen, um den Amerikanern ein bisschen abzuhalten und dann diese Stadt zu gründen. So versuchen wir das mal. Okay, die greifen uns an. Das ist schlecht. Komme ich gleich mal mit dem zweiten Schleuderschütze zur Hilfe. Und jetzt greifen wir hier mal an. Ich hoffe, dass sie uns nicht fertig machen. Noch ein Barbarenstamm. Hier, okay. Gut, jetzt ist Zeit für den Handwerker, würde ich sagen. Oh, wir haben vergessen, die Handwerkskunst zu tauschen. Verdammt. Das ist jetzt blöd. Jetzt ist Zeit für den Handwerker. Ja, denke ich, in 8 Runden kommt er. Ja, wie lange brauchen wir für das Segel? 9 Runden. Okay. Gut. Ja, eine Galeere zu bauen und hier so ein bisschen hin und her zu schippern, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Okay, ich gehe mal hier noch über den Fluss und dann versuche ich mich mal zu heilen. Dann wissen wir nämlich auch, was da ist. Obwohl die Stadt da unten möchte ich eigentlich auch sehr gerne auskundschaften. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Das war jetzt unglücklich. Das war wirklich blöd. So, ich möchte gerne wissen, was das für eine Stadt hier ist. Und dann sollten wir bald unsere Krieger zurück nach Hause bringen. Ah, das war jetzt wirklich blöde. Ein Speer könnten wir uns noch kaufen, aber ich möchte gerne noch einen Schleuderschützen für 140. Können wir uns auch bald kaufen. Sollten wir uns dann auch kaufen, denke ich. So, es wurde das Weltwunder großes Bad gebaut und Stonehenge wurde gebaut. So, wir kämpfen hier mal gegen die Barbaren. Okay, welche Stadt verbirgt sich hier? Sehen wir noch nicht, aber in der nächsten Runde dann. Ja. Ich bin mir sicher, dass Washington bald hier irgendwo eine Stadt gründen wird. Deswegen müssen wir schnell sein, wenn wir das machen wollen. Na, müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, nächste Runde, glaube ich, müssen wir das Bogenschützen umschalten. Oh, was ist jetzt los? Der Umgang mit unserer Umwelt macht uns aus. Vergesst das nicht. Okay, er warnt uns, glaube ich, dass wir irgendwas mit der Umwelt falsch machen. Aber ich meine, das ist ja lächerlich. Oh, wir werden hier umzingelt. Das ist schlecht. So, welche Stadt verbirgt sich denn jetzt hier? New York. New York am St. Lawrence-Strom. New York und Washington haben jeweils 2 Bevölkerungen. Wir haben 4 Bevölkerung. Da sind wir, was das Wachstum angeht, eigentlich besser. Und der Potomac ist über die Ufer getreten. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwas beschädigt hat. Nee. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier siegreich sind. Das wäre schon sehr wichtig. Und wir können theoretischen Schleuderschützen kaufen und ich denke, machen wir auch. Diese Einheit hier oben müssen wir zurückziehen. Ich hoffe, das schaffen wir noch rechtzeitig.
Nein, schaffen wir nicht, verdammt. Okay, haben den Krieger verloren, das ist sehr schlecht. Also es läuft im Moment nicht so besonders gut. Die Urbanen sind hier sehr, sehr aktiv. Und hier ist auch noch die Quadririme, die uns auch Ärger machen wird. Ich glaube, die kann hier auch schießen. Naja. Gut, wir schalten hier um auf Segeln. Habe ich jetzt gerade rechtzeitig noch gemerkt. Das ist gut. Entdeckten zweiten Kontinent haben wir leider noch nicht geschafft. Ja, verdammt, genau. Das habe ich genau befürchtet. Die Quadririme bekämpft uns jetzt hier. Das ist wirklich sehr schlecht. Dass wir diese Einheiten verlieren, macht uns verwundbar gegen Teddy Roosevelt. Das ist wirklich extrem schlecht. Ihr seht, wir haben nur 23 militärische Stärke und 105 hier. Das ist richtig mies. Ich versuche mich näher, es bringt auch nichts, mich anders zu nähern. Weil selbst wenn ich von dieser Seite nähe, ist es genauso auch am Meer. Es wird also nichts verändern. Der Potomac ist immer noch über die Ufer getreten oder schon wieder? Schon wieder, würde ich sagen, ne? Naja, gut. So, dann werden wir uns jetzt erstmal heilen. Und in dieser Position bleiben ist gar nicht schlecht, weil dann können wir schauen, ob hier von unten Einheiten kommen. Und er wird jetzt hier das Luxusgut anschließen. Ah, jetzt ist sie dort. Ich werde mal hier eine Runde warten, dann können wir nämlich in der nächsten Runde gleich schießen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, ich glaube, wir brauchen leider, ich würde gerne einen Siedler bauen. Aber ich glaube, das können wir uns im Moment nicht leisten, oder? Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es, weil wir müssen unbedingt hier siedeln, bevor das Teddy macht. Ihr seht, Teddy hat jetzt schon das frühe Reich mit den offenen Grenzen, also sozusagen geschlossene Grenzen, schaltet die Fähigkeit frei, Grenzen zu verstärken, weil die KI einfach so viele Boni am Anfang bekommt. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich befürchte fast, dass wir gleich vernichtet werden. Wir gucken mal. Gut, dann können wir hier eine Mine bauen. Dadurch haben wir Fortschritte beim Rad gemacht. Der Wald ist, glaube ich, der Dschungel ist, glaube ich, erhalten geblieben, oder? Genau, der Regenwald ist erhalten geblieben. Bernstein benötigt Segeln. Warum benötigt Bernstein denn Segeln? Keine Ahnung. Gut, jetzt ist die Tririme da ein bisschen wegmarschiert. Und jetzt müssten wir die eigentlich besiegen können. Sehr gut, und dafür haben wir das Bogenschießen bekommen. Das ist jetzt wichtig gewesen. Und wir haben für die Bronzearbeit, weil wir drei Barbaren besiegt haben, auch ein Heureka bekommen. Das war jetzt wichtig, dass wir das haben. Und da brauchen wir eine neue Forschung. Ne, brauchen wir nicht, weil wir haben ja noch Segeln. Und Segeln haben wir in 4 Runden. Gut. Baut einen Steinbruch werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Weil die doch hier oben sind, die Steine. Und da bis wir dort siedeln, das dauert noch, weil wir ja hier zuerst siedeln wollen. Natürlich könnten wir hier, aber bis wir uns dahin ausgebreitet haben, das dauert. Das war das mit dem Steinbruch. Genau. Dass man dann das Heureka bekommt. Also hatten die doch was miteinander zu tun. So, jetzt werden wir hier natürlich drangsaliert, aber ich werde mich trotzdem mal hierhin bewegen. Eure Soldaten hoffen, dass der erfolgreiche Kampf eine Militärtradition Auswirkung, weil wir siegreich gegen einen Barbaren Außenposten waren. Sehr schön. Und da kriegen wir auch noch plus 2 Punkte. Du gehst bitte da hoch. Ja, leider wird der jetzt wahrscheinlich auch zerstört werden von dieser blöden Quadririme. Wird es doch Zeit, dass wir vielleicht ein paar Galeeren bauen, um hier unsere Bevölkerung, also unsere Bevölkerung, unsere Kämpfer zu schützen. Mist, wenn wir den jetzt auch noch verlieren, dann haben wir überhaupt keine militärische Stärke mehr und Teddy Roosevelt wird uns... Ja gut, er wird uns so oder so angreifen. Die haben auch schon einen Gouverneur. Die haben auch schon einen Gouverneur. Na gut. Gucken wir mal. Ja, und der ist leider kaputt. Verdammt! Und jetzt ist hier unten ein Barbarenstamm, aber ich glaube, der wird eher Amerika das Leben schwer machen. Und nun nicht so sehr uns, hoffe ich zumindest. Aber ich werde hier noch ein bisschen scouten. Tja, unser Gold haben wir leider auch schon ausgegeben. Und handeln können wir nicht wirklich. Wir könnten das Bernstein weghandeln, aber... Gott. Ja, dann bauen wir jetzt mal hier ein Lager. Was für Felder bearbeiten wir eigentlich gerade? Wir bearbeiten hier den Bernstein. Und hier die Zitrusfrüchte. Dafür brauchen wir die Bewässerung. Und wir bearbeiten das Wild. Und die Fische auch.
gut. Das heißt, die Fische, die wir als nächstes dann in einer Runde, ja, das passt ja wunderbar. Ja, gut, den zweiten Kontinent haben wir nicht entdeckt. Da müssen wir sozusagen hier das Drocken erforschen. Schade. Große Schiffe fahren weit. So, da das haben wir jetzt die Galeeren. An der Küste. Jede Nation. Und jetzt haben wir den Außenhandel, weil wir den zweiten Kontinent erforscht haben. Na super. Das bringt uns auch nicht mehr so viel. Wir haben hier Gold durch Handelswege, das bringt uns nichts. Produktion für Marineeinheiten bringt uns auch nichts. Händler bringt uns natürlich was. Aber dann müssten wir auch erst Produktion für Marineeinheiten. Ja, ich möchte Marineeinheiten bauen, aber jetzt noch nicht. So, du gehst bitte mal hier hin. Und Segeln haben wir damit auch abgeschlossen. Und dann würde ich fast sagen, ich würde gerne Steinmetzkunst jetzt machen, weil die Mauern sind doch sehr wichtig. Ich denke, wir werden bald angegriffen. Natürlich ist die Bronzeverarbeitung auch super wichtig, aber ich denke, die Mauern sind jetzt noch wichtiger. Ja, Handwerkskunst könnten wir machen. Wir machen jetzt aber mal frühes Reich. Bei 6 Bevölkerung. Das dauert noch. So, der neue Kontinent heißt Nuna, den wir entdeckt haben. Der müsste dann hier verlaufen. Ich glaube, das ist die Nummer 1, oder? Nee, das ist Nummer 1 ist Religion. Nummer 2 ist es. Ja, hier beginnt der neue Kontinent Nuna. Das heißt, wir sind mit Teddy Roosevelt auf einem Kontinent und das ist immer schlecht, weil er hat Fähigkeiten, sein Heimatkontinent stärker zu verteidigen oder irgendwas war da. Schau mal ganz kurz. Können wir das hier anklicken? Nee, können wir nicht. Gucken wir mal hier kurz Teddy Roosevelt an. Ich glaube, das ist der Bull Moose, den wir hier haben. Ziel bevorzugt in der Nähe von Geländefeldern mit hohen Anziehungskräften. Ja, das ist schön. Mehr Kultur und so weiter. Ich wollte jetzt aber eher gucken. Muss 1 diplomatische Gunst pro Runde für jeden Joker Platz. Die Regierung ist auch schön. Naja, ist es er? Ist es nicht der mit dem komischen Hut? Aber irgendwas hatte er doch noch als Vorteil. Ich weiß nicht, irgendwas war da. Im Kampf auf dem eigenen Kontinent war irgendein Vorteil bei Amerika, aber ich finde das jetzt gerade nicht. Egal. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wir werden aber eh gleich von Amerika besiegt, also hat sich das dann eh erledigt. So. Ein Brand hat begonnen, was ist jetzt los? Oh, da ist ein Buschbrand im Laufe. Wir können einen Handelsweg erstellen, ja. Und Barbaren nähern sich unserer Stadt. Das hilft uns leider auch nicht weiter. Das Problem ist nur, wenn wir mit dem jetzt da rausgehen, wird der vielleicht erobert. Das ist natürlich dann blöd. Jetzt können wir hier nicht weiter marschieren. Das ist natürlich auch bescheuert. Können wir doch das Gebiet hier durchlaufen? Nein. 19 Runden für die Steinmetzkunst ist natürlich schon heftig. Wir haben echt gar keine Einheiten mehr, außer den einen Speer. Oh, und hier kommt Baltimore. Verdammt. Hier kommt Baltimore und das ist gerade genau schlecht, weil das genau zwischen unseren beiden anderen Standorten ist. Aber noch zeigt sich hier keine Verschlechterung an. Na gut. So, jetzt könnten wir hier theoretisch weitergehen. Aha, da ist eine Sackgasse. Hat sich ja richtig gelohnt. Ah, okay. Das wird schlecht sein hier. Nee, gar nicht mal. Er macht was anderes. Er macht irgendeine Plünderung. Der Brand ist vorbei. Und hier können wir jetzt den Fisch. Und damit haben wir die Handwerkskunst. Inspiration, nichts als bloß. Gut, in der nächsten Runde kommt der Siedler. Deswegen überlege ich, wir müssen auf jeden Fall Einheiten bauen. Wir haben auch die Queste von Genf abgeschlossen. Wir bekommen dort einen Gesandten. Das schauen wir uns mal kurz an. Genf ist eine Wissenschaft. Das ist sehr gut. Da sind wir schneller beim Steinbruch. Okay. Ich möchte nämlich definitiv hier als nächstes. Boah, jetzt schauen wir nochmal. Ja, noch haben wir hier keine Mali. Hier haben wir dann Mali. Das heißt, hier können wir gründen, theoretisch immer noch. Das ist gut. Das ist gut. Versuchen wir. Ich möchte als nächstes. Wo sind wir denn? Hier. Bogenschützen bauen. Deswegen denke ich. Ne, hier müssen wir hin.
Plus 50 Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik sollte jetzt hier rein. Gegen Barbaren kämpfen wir im Moment ja nicht. Und plus 30 Produktion für Handwerker brauchen wir eigentlich nicht. Okay, machen wir so. Puh, 123 Gold haben wir. Können wir da irgendwas dann davon kaufen? Ein Speer, ein Krieger könnten wir dann demnächst mal kaufen. Obwohl, ich kaufe immer ganz gerne Händler. 180 kostet der. Wir sparen mal auf einen Händler. Und ich hoffe, diese Quaterine verpieselt sich da bald, weil sonst ist unsere Stadt von den Barbaren erobert. Das wird natürlich richtig peinlich. So, du gehst hier hin, bitte. Und jetzt kommt hier der Bogenschütze. Okay. Ich hoffe, dass wir auch uns heilen, oder? 130 von 200. Der Susquehmatch River ist über die Ufer getreten. Ich schau mal ganz kurz, können wir auch eine Galeere bauen? Also kaufen? Ne, die kostet 260. Gehen wir mal weiter. Oh, Istanbul wird gleich fallen. Das ist sehr schlecht. So, hier haben wir Edirne gegründet und da wir direkt am Fluss sind, kriegen wir noch einen Zeitalterpunkt. Und dann müssten wir hier auch erstmal. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall ein Monument. Aber das jetzt erstmal Priorität, die Bogenschützen. Genau. Eine Runde noch. Ich befürchte, das reicht nicht. Istanbul wird gleich fallen. Ja, wir lassen uns zu nah bei ihm nieder. Aber das ist halt so. Pech gehabt. So, Istanbul steht noch und wir können jetzt anfangen, ihn zu bekämpfen. Aber ich weiß nicht, ob das viel bringt. Und der hat uns leider erwischt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er hier nicht zurückkommt. In diesem Bereich hier. So, Istanbul, noch einen Bogenschützen. Oder jetzt die Galeere. Noch einen Bogenschützen, komm. Wir müssen uns verteidigen. Edirne wird sehr bald angegriffen werden. Schaut denn hier mit der Loyalität aus? Können wir das mal ganz kurz angucken? Loyalität. Hier. Plus 12,3. Okay, das ist kein Problem. Baltimore würde ich dann ganz gerne erobern. Wenn es zum Krieg kommt, denke ich, wäre das doch gut. So, bleibt Istanbul stehen oder wird Istanbul gleich zerstört? Das wird spannend. Okay, ich glaube, die Barbaren können die Städte nicht erobern, so wie es ausschaut. Okay. In vier Runden haben wir den nächsten Bogenschützen. Und hier haben wir null Wälder, sind nach der Zerstörung durch Brände nachgewachsen. Ist da offensichtlich ein Wald abgebrannt. Interessanterweise. Na, ich hoffe, wir können ihn aufhalten, aber ich befürchte, dass der so an uns vorbei flutscht. Jetzt haben wir genug Gold für einen Handelsweg, oder? Ja, nee, noch nicht. Wir können ihn aber eh nicht kaufen, weil im Moment der Bogenschütze in der Stadt steht. Oh, jetzt greift Teddy Roosevelt an. Verdammt. Und wir sind absolut nicht bereit, weil unsere Stadt ist schon so weit am Boden hier. Das wird richtig, richtig bitter. Das wird richtig bitter. Das wird richtig bitter. Wir werden jetzt hier gleich von Teddy Roosevelt getötet werden. In eurem Reich leben so wenig Menschen, es muss schwer sein, überhaupt etwas umzusetzen. Ja, vielen Dank. Wir haben 5 Einwohner. Wie viel hast du? Schauen wir mal. Er hat 9. Ja, gut. Du hast ja auch 3 Städte. Du hast ja auch mit einem zweiten Siedler schon angefangen, Freundchen. Und wir nicht. So, wenigstens haben wir die gleich unten, dieses nervige Schiffchen. Hier haben wir eine Beförderung verdient. Das ist super. Und jetzt haben wir genug, und ich glaube, ich werde das mal in Edirne machen, einen Händler zu kaufen. Der kann nach Baltimore, theoretisch, oder nach Genf. Je nachdem, wo es uns mehr bringt. Wir können natürlich auch Istanbul erstmal
versuchen hier ein Land, eine Landverbindung herzustellen. Wäre auch gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Kommt gleich in ein dunkles Zeitalter in 6 Runden. Natürlich sehr bitter ist. So, schnellere Fortbewegung in Wald. Das ist sicherlich gut. Und der Bogenschütze könnte jetzt, glaube ich, das Schiff zerstören, oder? Ja, sehr gut. So, der Händler. Nach Genf bringt der Forschung. Und das finde ich so sehr attraktiv. In 4 Runden haben wir die Steinmetzkunst. Sehr gut. Militärtradition bringt flankieren, ne? Wäre auch nicht verkehrt. Weil das möchte ich dann doch erst, wenn ich die 6 Bevölkerung insgesamt habe. Dann machen wir mal. Schwenken wir mal um. Gut, wir haben immerhin 31 militärische Stärke inzwischen. Wir werden gleich einen zweiten Bogenschützen bekommen. Und hier in 5 Runden den Bogenschützen. Also da sind wir, denke ich, mir gerade noch an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Außer Teddy Roosevelt wird uns jetzt gleich angreifen. Das wird sich gleich noch herausstellen. Da oben muss auch irgendwo ein Barbarencamp sein. So, du gehst mal hier runter und wirst den hier verteidigen. Und du bleibst in Istanbul. Ich glaube, Istanbul wird da zuerst angreifen. Weil die KI in der Tendenz eher die Hauptstädte angreift. Okay. Ja, einen weiteren Bogenschützen. Eine Galeere. Eine Galeere wäre natürlich schon auch gut, aber jetzt im Moment haben wir keinen. Ich glaube, wir machen nochmal einen Bogenschützen. Wir müssen hier wirklich Gas geben. In 3 Runden können wir dann die Stadtmauer bauen. Ja, das passt auch ganz gut, weil wir hier 4 und hier 5 haben. Zum Stadtmauer bauen gibt es auch eine Karte, aber ich glaube, die kommt erst wesentlich später, ne? Hier. Ne, hier. Verteidigungstaktiken, 100% Produktion von defensive Gebäude. Das dauert aber noch. Ihr seht mal, wie weit Teddy Roosevelt schon vor uns ist. Wahnsinn. So, ich hoffe ja, dass er uns den Krieg erklärt. Okay, nur noch eine Runde. Ne, 3 Runden. Gut. So, dieser Bogenschütze, ja, soll erstmal da runtergehen und danach können wir ihn immer noch upgraden. 4 Runden. War es nicht gerade weniger? Nee. Nee, war schon richtig. Gut. Was wollte ich gerade erzählen? Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Egal. Nächste Runde. Ah, genau. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass Teddy Roosevelt uns angreift. Frühes Reich hat Fortschritte gemacht, weil wir jetzt genug Bürger haben. Sehr schön. Dann können wir umschwenken, weil dann kriegen wir nämlich einen Gouverneur. Und das ist doch relativ wichtig. Oh, und hier oben ist Persien. Lass uns die mal kennenlernen. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Natürlich, klar. Zeigt uns mal eure Hauptstadt. Wo ist die denn? Da hinten? Nee, das ist eine. Das ist gar nichts. Ist das die Hauptstadt? Nee, das ist nicht die Hauptstadt. Nee, die Hauptstadt wollte uns nicht zeigen, offensichtlich. Tja, Problem ist, in 2 Runden haben wir ein dunkles Zeitalter. Aber damit müssen wir dann wahrscheinlich wohl leben. Gut, Idyllia ist zumindest jetzt befestigt. Wir werden gleich nochmal 2 Bogenschützen mehr haben. Ihr seht, damit hat sich unser sozusagen Nachteil verbessert. Hier entsteht ein Weltwunder offensichtlich. Etemenanki. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Kenne ich gar nicht. Plus 2 Wissenschaft und plus 1 Produktion für alle Sumpfgeländefelder in eurem Reich. Plus 1 Wissenschaft und plus 1 Produktion für alle Schwemmlandfelder. Das soll er ruhig mal in Baltimore bauen, weil Baltimore werden wir ja auf jeden Fall erobern. Also müssen wir einfach. Führt keinen Weg dran vorbei. Gut, dann sollten wir bald diese Stadt gründen. Ja, und dieses Camp da hinten auch nochmal. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt meine Leute hier wegzuziehen für diese Kämpfe, weil es kann natürlich sein, dass wir jederzeit angegriffen werden. Na, gucken wir mal. Ja, hier kommt er auch schon mit Speerkämpfern. Wir alle schnitzen Stein. Die Steinmetzkunst. Wunderbar. Okay. Verdammt. Da kommen Barbaren. Wir gehen mal hier weg. Du bekommst Kampfstärke beim Besetzen einer Modernisierung. Die Verteidigungsstärke bietet oder eines Bezirks. Eine Garnisonseinheit. Ja, das wäre schon gar nicht verkehrt, ne? Aber wir werden trotzdem die Salbe nehmen. Ich
bin eher Fan von dem anderen Weg hier. So, also falls er hier angreift, sind wir gar nicht mal so ungerüstet, muss man sagen.